Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Günstiger geht's wirklich nicht mehr. Wir machen heute Nudel-Liona-Topf. Wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Es ist auf jeden Fall ein sehr günstiges und mit Sicherheit auch schmackhaftes Gericht. Wenn ich mir die Zutaten so anschaue, wir haben es ja noch nicht gekocht, das mache ich ja jetzt gleich hier für euch. Glaube ich, dass es so schmecken wird, wie das, was mich an meine Kindheit erinnert. Da gab es ja dann auch immer so Spaghetti mit klein geschnittenen Wienern. Hier ist halt Liona. Für mich ist da eigentlich außer der Form und der Konsistenz wenig Unterschied. Wir brauchen also natürlich Liona, das sind so 150 bis 200 Gramm. Dann haben wir 125 Gramm Nudeln. Bis hier diese Spiralnudeln. Da könnt ihr natürlich auch Verfalle nehmen, alles Mögliche. Das ist also egal. Wir brauchen Sahne, davon 100 Gramm. Wir brauchen Tomatenmark, eine Zwiebel habe ich schon mal geschält und halbiert, bisschen Olivenöl, Wasser, Pfeffer, Salz, Ende. Mehr brauchen wir nicht. Thermomix, den brauchen wir auf jeden Fall noch. Die Zwiebel kommt in den Topf und wird natürlich gehäckselt, geschreddert, klein gemacht. Und zwar wie immer 5 Sekunden auf Stufe 5. Sah gerade sehr witzig aus, weil die Temperatur war noch auf 80 Grad, weil wir den Kessel gerade erst heiß ausgewaschen haben. Aber natürlich kommt da keine Temperatur drauf, wenn wir die Zwiebel schreddern. Die Temperatur kommt jetzt erst drauf, vorher allerdings 15 bis 20 Milliliter Öl. Reicht gerade so nicht. Ich könnte ja mal versuchen, die Flasche auszudrehen. Nee, ich hole eine neue. Was ich jetzt auch noch mache, ist, dass ich die Zwiebeln noch so ein bisschen runter schiebe, weil sich das ja beim Schreddern immer so ein bisschen auch am Kessel festsetzt. Dann kommt der Deckel drauf, Messbecher wird eingesetzt und dann wird das Ganze gedünstet, beziehungsweise die Zwiebeln werden angebraten, 2 Minuten, ja, ich mache mal 2 Minuten 30, ich habe gerne ein bisschen Röstaromen auf der Varoma-Stufe 1. Apropos Röstaromen, viele von euch werden sich vielleicht jetzt fragen, ey, warum hat denn der Kai einen TM5 in der Wunderkesselküche stehen? Wo ist denn der tolle TM6, der ja auch die Röstaromen machen kann, der anbraten kann und so weiter und so fort? Wir sind häufig jetzt in den letzten Wochen und Monaten angeschrieben worden, ach, kann man denn die Gerichte, die ihr macht, auch alle mit dem TM5 machen, weil viele von euch noch den TM5 zu Hause stehen haben, teilweise sogar den TM31. Und deswegen haben wir gesagt, wir haben ja beide Geräte da, machen wir doch einfach mal eine Zeit lang im TM5. Fertig sind unsere Zwiebeln. Jetzt kommt der Liona rein. Übrigens eine interessante Frage, heißt es der Liona oder die Liona? Ich weiß es nicht. Und wenn ihr euch fragt, was ist Liona? In manchen Regionen der Bundesrepublik nennt man es Fleischwurst. 200 Gramm etwa, ja, so zwischen 150 und 200 Gramm, es waren mal 200 Gramm, aber ich habe natürlich genascht eben in den 3 Minuten, als die Zwiebeln hier vor sich hingedünstet sind. Da kann ich nicht widerstehen, ich mag das. Das Ganze 3 Minuten, 100 Grad Stufe 1, erwärmen und dann kommt der nächste Arbeitsschritt. Bis gleich. Wichtige Sache, Linkslauf. Nicht vergessen, sonst wird der Liona immer kleiner. Es geht weiter. 230 Milliliter Wasser habe ich bereits abgewogen, also sind es auch 230 Gramm Wasser. Wisst ihr? 100 Milliliter Sahne. Wenn wir es abwiegen, dann 100 Gramm Sahne. Es ist wirklich so, dass haben sich schon mal Leute beschwert, die gesagt haben, wieso sagt denn der Kai Gramm Wasser? Ne? Aber ich wiege es halt hier ab. Ja, ja klar. Ja. Wasser und Milch und sowas wird normalerweise in Volumen angegeben. Wir geben hier aber das Gewicht an. Da aber 1 Milliliter Wasser 1 Gramm wiegt, ne, kommt es aufs Gleiche raus. Bei Nudeln hingegen ist es eindeutig, da kann man wenig, also kann man natürlich auch in Volumen angeben, aber hier sind es 125 Gramm Nudeln. Die haben wir vorher schon abgewogen. Wie gesagt, ihr könnt da auch andere Nudeln nehmen. 20 Gramm Tomatenmark kommen noch rein. Und dann habe ich hier so eine italienische Kräutermischung. Also ihr könnt natürlich auch andere Kräuter reinmachen, aber wir haben eben
in der Redaktionssitzung lange überlegt, was kann man da jetzt für Gewürze dran machen. Es geht Verschiedenes. Ne? Ihr könnt auch Herbe de Provence oder einfach nur Pfeffersalz. Wie auch immer, ich mache da jetzt mal einen Teelöffel italienische Kräuter gerebelt dran. Gucken wir mal, wie es schmeckt. So, dann kommt noch Gemüsebrühe rein. Ich nehme 2 Teelöffel. Auch hier ja oft im Forum die Diskussion, wieso wir keinen Suppengrundstock verwenden, sondern Gemüsebrühe. Ganz ehrlich, wir produzieren hier ja nicht jeden Tag, sondern manchmal über Wochen. Jedes Mal dann für eine Sendung, das lohnt sich nicht. Deswegen Gemüsebrühe. Für alle die, die jetzt sagen, hä? Suppengrundstock? Was ist denn das? Herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Schaut euch mal unsere Seite an, schaut euch mal unseren Kanal an. Da gibt es eine Videoanleitung, wie ihr Suppengrundstock selber machen könnt. Dann braucht ihr nämlich keine Gemüsebrühe mehr. Jetzt 15 Minuten einstellen, also etwa 5 Minuten braucht es, bis das Wasser kocht. Ihr könnt das so ein bisschen im Auge behalten. 10 Minuten brauchen die Nudeln. Ihr könnt das natürlich auch so machen, dass ihr erst das Wasser zum Kochen bringt, aber so schlau war ich jetzt nicht. Ich mache das Ganze auf Stufe 1 im Linkslauf, damit die Nudeln schön erhalten bleiben. Leona Nudeltopf, Fleischwurst, Nudeln. Sieht spannend aus mit der Sahne und dem Tomatenmark. Es riecht auch gut. Ich muss jetzt trotzdem noch mal schauen, ob auch die Nudeln durch sind. Ja, die sind durch, auf jeden Fall. Ich krempel das mal ein bisschen hier raus. Ich mache jetzt keinen schön angerichteten Teller, sondern nehme mir nur eine Probierportion heraus. Dann richten wir euch einen Teller an, so schön wie möglich. Dafür ist die Hanna zuständig. Die macht hier die Videos, die macht die Redaktion, die sucht die Rezepte raus, die macht die Fotos und beantwortet auch die meisten von euren Kommentaren, die ihr bitte gerne schreibt, auch wenn ihr Ideen habt für Rezepte, die wir hier in der Wunderkesselküche für euch kochen sollen. Einfach in die Kommentare schreiben. Hanna liest das dann und sagt dann, ja Kai, mach mal. Ich mache jetzt mal und zwar eine Verkostung von den Nudeln. Wir haben überlegt, wie können wir das kategorisieren? Also günstiges aus dem Wunderkessel, keine Ahnung, Gerichte unter 5 Euro. Vielleicht machen wir da echt mal eine eigene Kategorie draus. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas sehen wollt. Heiß. Sehr heiß. Aber ob ihr es sehen wollt oder nicht, schmecken solltet ihr das auf jeden Fall. Es ist echt lecker. Also ich bin überrascht. Es ist in etwa so wie das, was mich an meine Kindheit erinnert. Ja, so ein bisschen. Also Nudeln mit Ketchup und klein geschnittenen Würstchen. Ich finde es total klasse. Auch mit dem italienischen Kräuterzeug da drin. Lass mal so. Mach ich jetzt öfters. Ist nicht viel Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Guten Appetit.